Ja, guten Tag, guten Abend aus Poso in Indonesien. Wir freuen uns, dass Sie alle hier an dem Webinar teilnehmen. Dieses Webinar ist das letzte in unserer Serie von fünf geplanten Webinars. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier teilgenommen habt und auch heute noch hier zusammen sind in unserem Webinar mit dem Thema Dekolonisierung der Hilfe. Und wir haben hier schon viele verschiedene Aspekte diskutiert, auch wenn wir dann nicht alle Fragen aufgreifen konnten und nicht alles beantworten konnten. Und es ist vielleicht auch möglich, dass auch noch neue Fragen aufkommen, dass wir aus diesem Webinar noch weitere Fragen mitnehmen, wie zum Beispiel, wie können wir diese Ideen hier umsetzen, die uns die Referenten vorgestellt haben. Das ist dann eine Frage, die uns noch weiter begleiten werden bei der Dekolonisierung der Hilfe. Es gibt einige Ideen, die schon genannt wurden. Und an diesem letzten Webinar wollen wir nachher eine neue Konzepte entwickeln, wie wir die Struktur der Hilfe ändern können. Und wir möchten neu überdenken die Hilfe und auch die Idee, das Konzept der Entwicklung. Denn das ist sehr wichtig, vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass wir dann sehen, dass wir hier ein neues Konzept haben, auf dem die Hilfe aufbauen kann. Das betrifft sehr viele Menschen und wir müssen die neuen Ideen zusammentragen, was wir umsetzen können und was wir in Zukunft gemeinsam verwirklichen können. Zum Beispiel die Idee über die Restrukturierung, über die Dekonstruierung der Sprache, der Narrative. Und das ist etwas, wo wir hoffen, dass wir hier heute noch weitere Impulse erhalten. Und so auch das Webinar dann auch gut abschließen mit neuen Ideen, die wir dann auch hier diskutieren und später umsetzen können. Als eine der Organisatoren einer lokalen Initiative in Poso, die zusammenarbeitet mit Medico International, und war es, dass wir dieses Webinar zusammen mit Medico durchführen konnten. Denn in unserem Ort, wir erfahren direkt hier vor Ort, wie die kolonisierenden Strukturen in der Hilfe noch weitergehen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass dieses Webinar und unsere Diskussionen hier eine neue internationale Zusammenarbeit ermöglichen, auf die Dekolonisierung der Hilfe abzielt und mit einem neuen Konzept dann zu einer neuen Praxis führt in den Prozessen der Hilfe und der Durchführung der humanitären Hilfe. Und damit diese eine neue Zivilisation schafft, ein besseres Leben für alle in der Zukunft. Vielen Dank an alle, die hier mitgemacht in diesem Webinar, und wir freuen uns und hoffen sehr, dass heute hier noch weitere interessante Themen aufkommen und dass wir in Zukunft eine Hilfe entwickeln können, die richtig angepasst ist an die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Thank you very much, dear Lian. Vielen Dank, Lian,
für diese einführenden Worte. Auch ich möchte allen erst einmal einen guten Morgen, einen guten Nachmittag wünschen. Es freut mich, dass auch ich heute dabei sein kann bei der letzten Veranstaltung unserer Reihe. Ich heiße Radwa Khaled Ibrahim und ich arbeite bei Medico International hier in Frankfurt. Es war eine wunderbare Reise, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Liam, auch mein Dank an dich für die Unterstützung bei dieser Veranstaltungsreihe. Und jetzt haben wir heute die fünfte Veranstaltung dieser Reihe. Und heute geht es um Fragen zu Abolitionismus und Hilfe. Wie können wir diese Fragen rund um Hilfe auf einen globalen Nährboden setzen? Deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Diskussion. Was haben wir denn in der letzten Veranstaltung besprochen? Gerade auch vor dem Hintergrund, was hier in Deutschland passiert ist, also mit einer lokalen Perspektive. Vor zwei Wochen hat das Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung, also das BMZ, neue Leitlinien veröffentlicht. In den Leitlinien will die Bundesregierung eine feministische Entwicklungspolitik anstreben. Da geht es eben auch um die Fragen rund um die Fortschreibung der kolonialen Geschichte bei der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe, sagen Sie, ist nicht nur Teil der internationalen Beziehungen, sondern eben Teil des Kolonialismus, aus dem sie hervorging und somit Teil der modernen Gestaltung der Welt. Sie verfestigt sich in den Machtverhältnissen. In unserer Reihe haben wir mit Aktivisten gesprochen, Entwicklungshelfern und Intellektuellen, die uns ihre Arbeit vorgestellt haben. Wir haben auch gesehen, dass wir die Perspektive des Südens bedenken müssen. Aber da geht es nicht nur auf die Frage der Pluralisierung der Stimmen in den Entwicklungssituationen, sondern eben auch, wie diese Menschen involviert sind und wie wir hier vorgehen sollen. Wir brauchen also bei der Entkolonisierung eine tiefgreifende Überprüfung der Strukturen der Entwicklungshilfe und wie diese entlang kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen funktioniert haben. Die Entkolonisierung fordert uns auf, diese grundlegenden kapitalistischen Strukturen von Entwicklung zu verändern und zu hinterfragen. Wir sehen eben, dass die Entkolonisierung ein Projekt ist, das bereits mit reichem und beeindruckendem Wissen und Praktiken gefüllt ist. Wir haben zum Beispiel das Musintuvu-Institut oder wir haben auch den Widerstand gegen diese offizielle Entwicklungspolitik, sei es national oder international, der Aufbau von Netzwerken und diskursiven Interventionen, alternative Wissensproduktionen. Sie bauen ihr eigenes Verständnis zu dieser Praxis der Dekolonisierung auf. Es geht also nicht so sehr um die Frage, wie wir Entwicklung und Hilfe dekolonisieren können, sondern wie wir sicherstellen können, dass das Wissen und die Praktiken, die eben in diesen Bewegungen des Südens, Netzwerken und Denkfabriken entstehen, weiterentwickelt werden. Wie können wir sie anerkennen und würdigen und dafür sorgen, dass wir von diesen Strukturen alle lernen können und somit unsere eigenen Strukturen hinterfragen und ändern können? Wir haben also gelernt, dass diese Erkenntnis theoretische Dekolonisierung im Norden nicht auf die Anerkennung der kolonialen Vergangenheit reduziert werden kann, sondern dass wir hier viel tiefer gehen müssen, sodass wir verstehen können, wie die Kolonialität in der gegenwärtigen Politik, Strukturen und im Wissen eingebettet ist. Und so können wir also die aktuellen Formen der Entwicklungszusammenarbeit und Hilfspraktiken neu prägen.
Mit den laufenden Veränderungen, insbesondere in der Klimapolitik, gibt es neue Formen des Neokolonialismus, die die Arbeit und die Bemühungen, die bereits unternommen wurden, ständig verändern und in Frage stellen. In den letzten Sitzungen unserer Veranstaltungsreihe Dekolonisierung der Hilfe haben wir untersucht, wie Machtbeziehungen und Weltgestaltung produziert werden und wie wir dies nutzen können für Dekolonisierung, sodass wir Transformationen möglich machen können und welche Strukturen es gibt, die diese Transformation eben unmöglich machen. Es geht um die Beziehungen zwischen den einzelnen Teilnehmern und Wiederbau, Aufbau der Beziehungen. Wir wechselten bei unserer Veranstaltungsreihe zwischen den konzeptionellen Ebenen und der Praxis. Also wie sieht die Nord-Süd-Beziehung aus? Wie sehen die aktuellen geopolitischen Verschiebungen aus? Wie sind sie entstanden? Welche Rolle spielt alles dabei? Welchen Teil der Entwicklungshilfe sollten wir halten? Welchen sollten wir über Bord werfen? Und davon ausgehend fragen wir uns heute, würden wir immer noch Hilfe brauchen, wenn wir Hierarchien und Ungleichheiten als systemische Ungerechtigkeiten verstehen und dagegen vorgehen? Und das ist eben die Frage, die wir uns heute stellen. Was konnten wir denn bisher lernen von diesen abolitionistischen und restitutionorientierten Praktiken, Politiken und der Historie? Wie können wir Hilfe oder so etwas wie Hilfe umsetzen in einem kommunitaristischen Sinne und dies als globalen Maßstab für uns nutzen? Jetzt möchte ich also weitergeben an unsere Moderatorin und Referentin Vanessa Thompson. Sie ist Assistenzprofessorin für Black Studies an der Abteilung für Gender Studies an der Queen's Universität in Kingston. Sie ist Aktivistin, Akademikerin und ihre Forschungs- und Lehrinteressen liegen in kritischem Rassismus, Migrationsstudien, Black Studies, intersexuelle Ungleichheit, Gender Studies, postkoloniale, dekoloniale feministische Theorien und Methoden, genauso wie Theorien und Kritik der Versicherheitlichung und Theorien der transformativen Gerechtigkeit. Ihre letzte Veröffentlichung heißt Abolitionismus zusammen mit Daniel Loig. Ich scheine ein Problem zu haben. Deswegen gebe ich jetzt das Wort an Vanessa. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke, Radva, Lian. Und vielen Dank auch für die Organisation und die Koordination dieser wichtigen Reihe. Und danke auch an Tanja und die Dolmetscherinnen, die im Hintergrund arbeiten, sodass wir dann auch kommunizieren können. Und ein großes Dankeschön auch an das technische Team, die das hier alles aufgebaut hat. Ich bin sehr dankbar, ein Teil dieser Serie zu sein. Und es ist auch toll, dass so viele Teilnehmende aus der ganzen Welt dabei sind. Wie du schon gesagt hast, Radva, kümmert sich die Dialogreihe um das Thema Entkolonialisierung der Hilfe, planetarische Solidarität jenseits der Hilfe. Und da befassen wir uns mit der Vervielfachung der Krisen in unserer gegenwärtigen Situation. Krisen, die die Menschen je nach Standort, sozioökonomischen Bedingungen sowie rassifizierten und geschlechtsspezifischen Hierarchien unterschiedlich treffen. Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur diese Modalitäten der Krise zu analysieren, sondern auch die Ursachen der Krise zu verstehen, sowie die Mobilisierung, die zu einer radikalen Transformation führt und einen Wiederaufbau begründet. Die Forderung nach einer Entkolonialisierung der Hilfe ist daher von entscheidender Bedeutung. Das hören wir immer wieder. Und Entwicklung kann dabei als neoliberaler Umbau von Abhängigkeits- und Bewahrungsstrukturen angesehen werden, sowie als Stabilisierung des Status quo. Gleichzeitig haben verschiedene Netzwerke und Teilnehmende Praktiken geteilt, die bereits
relationalere und horizontale Formen der Zusammenarbeit und Solidarität einüben. Oft sind dies nicht nur eine utopische Zukunft, sondern diese Praktiken werden teilweise schon im Alltag der Menschen gelebt. Die Beiträge von AktivistInnen, Fachleuten und AkademikerInnen aus einer Vielzahl von Orten auf der ganzen Welt, die wir in dieser Reihe gehört haben, haben verschiedene Dinge sehr deutlich gemacht. Einmal, wie die Architektur der Entwicklung und ihrer Institutionen von kolonialem Denken und kolonialer Macht durchdrungen ist und wie diese Architektur den Weg für neoliberale Entwicklungspolitiken und Praktiken ebnet. Und ich würde auch sagen, dass das auch eine Art des Aufstandes ist, aber da komme ich später noch zu. Und es gibt auch eine Vielzahl von alternativen Kenntnissen und Praktiken, die von Gemeinschaften, Netzwerken und AktivistInnen in sozialen Bewegungen im sogenannten globalen Süden eingeführt wurden. Der globale Süden, das ist aber ein Begriff, den wir ebenfalls in Frage stellen müssen. Aber hier geht es um alternative Wege der Entwicklung im Denken und im Handeln. Die heutige letzte Sitzung dieser Dialogreihe ist der Frage gewidmet, ob man von abolitionistischen Ansätzen etwas für das Projekt der Dekolonisierung der Hilfe lernen kann. Abolitionismus ist ein Projekt mit vielen Genealogien und Geschichten, angefangen bei der haitianischen Revolution und den Quilombos, wo ehemals versklavte Fragen weggerannt sind und soziale Beziehungen geschaffen haben, die in radikalem Widerspruch zur kapitalistischen Produktionsweise und ihren rassifizierten und geschlechtsspezifischen Logiken stehen. Es gibt auch antikoloniale Befreiungsprojekte, Bildung und Widerstand von Menschen, die zu überflüssigen Menschen gemacht wurden, wie die landlosen Arbeiter in Südafrika, kriminalisierte und inhaftierte Bevölkerungsgruppen, Menschen, die zu Flüchtlingen gemacht wurden. Diese Projekte stehen also im Zusammenhang mit dem, was wir als Entwicklungshilfe kennen, und sie bauen etwas Neues auf. Das steht im Zusammenhang mit dem, was Audre Lorde über die Werkzeuge des Meisters und ihre Beziehung zum Haus des Meisters sagte. Ihre Idee war, dass die Werkzeuge des Meisters niemals das Haus des Meisters zerstören können. Diese Inspiration war auch ausschlaggebend für die Konzeption dieser Serie und was dies für das Projekt der Dekolonisierung von Entwicklung und Hilfe bedeutet. In der heutigen Sitzung wollen wir also fragen, was übrig bleibt, wenn wir das Haus des Meisters verlassen. Was können wir davon nutzen im Sinne von missbrauchen? Was können wir davon stehlen, um Dinge radikal anders zu machen? Können und sollten wir Teile der Idee der Entwicklung und der Idee der Hilfe retten? Was sollte transformiert werden? Was kann weiterverwendet werden? Welche Praktiken gibt es bereits, nicht als Utopie, sondern als gelebte Bedingungen, die im Alltag geprobt werden? Was muss sich ändern, damit wir uns radikal für Solidarität statt für Hilfsprojekte einsetzen können? Über diese und weitere Fragen werden wir heute gemeinsam nachdenken. Wir sind dankbar, dass Lata sich bereit erklärt hat, einen Beitrag über die Beziehung zwischen Entwicklungsstudien und Dekolonisierung zu verfassen und über die Frage, ob und wie kritische Wissensproduktion im globalen Norden einen wesentlichen Beitrag zur Dekolonisierung von Entwicklung und Hilfe leisten kann. Was unsere Struktur betrifft, so werde ich als erstes kurz Lata Narayanaswamy kurz vorstellen. Sie wird ihren Beitrag leisten und dann werde ich einige Überlegungen zur Beziehung zwischen Abolitionismus und Dekolonisierung anstellen. Und dann werden wir ein Fishbowl-Gespräch haben. Ich werde später einmal diese Fishbowl-Diskussion später vorstellen, aber ich lade jetzt schon alle dazu ein, auch schon während der Präsentation und während der Beiträge Fragen zu stellen. Sie können also einmal die digitale Hand heben, dass Sie später einen Beitrag leisten möchten, oder Sie können auch Fragen eintippen. Sie müssen also nicht warten bis zum Ende der Präsentation. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt schon Ihre Hand zu heben
oder schon etwas in den Chat zu schreiben, sodass unsere Moderatorin Denise diese Fragen schon aufnehmen kann. Denise organisiert die gesamte Fragerunde. Vielen Dank dafür. Und sie sammelt dann ihre Fragen und kann das dann schon etwas zuordnen. Lata Narayanaswamy ist außerordentliche Professorin für Politik der globalen Entwicklung an der Universität von Leeds in England. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die Dekolonisierung der Entwicklung, die Verknüpfung von Gender und Entwicklung sowie die Beziehung zwischen Wissensproduktion und Entwicklung. Sie ist auch Teil der Cost Action, Decolonizing Development, Forschung, Lehre und Praxis, dem Water Security and Sustainable Development Hub und dem Projekt Gender and Information Ecosystems in Climate Change Adaption. Und ich werde jetzt nicht alle Veröffentlichungen vorstellen, das kann man alles online finden, aber ich würde alle dazu einladen, sich das genau anzuschauen und sich mit ihr auseinanderzusetzen, weil sie sehr radikale Projekte und Veröffentlichungen hat, die wirklich großartig sind. Lata. Ich möchte das einmal nutzen. Wir sind nämlich so froh, dass ihr beide zusammen hier seid heute. Und wir hatten auch einige technische Probleme zuvor. Ich möchte deswegen auch noch einmal wiederholen, dass deine Arbeit, Vanessa, sehr, sehr wichtig ist. Du hast schon so viele Impulse gegeben und sehr viele Fragen aufgeworfen. Also vielen Dank auch für deine Arbeit. Das wollte ich auch noch eben sagen. Vanessa E. Thompson ist Associate Professor für Black Studies und Soziologie in Kanada. Sie betreibt Forschung zu schwarzen Studien, Gender Studies und kritische postkoloniale, dekoloniale feministische Theorien und Methodologien, Theorien und Kritik der Versicherheitlichung sowie Theorien der transformativen Gerechtigkeit. Sie kümmert sich auch um die Themen Staatsgewalt, Gewalt der Polizei. Und Vanessa kümmert sich auch um Abolitionismus-Theorien in Europa und ihre kürzlichen Veröffentlichungen waren wirklich großartig. Ich habe sehr viel gelernt. Vanessa hat auch an der Universität gearbeitet, als ich dort Studierende war. Und deswegen ist das so toll, dass ich jetzt beide gleichzeitig hören kann. Und ihre kürzlichen Veröffentlichungen kümmern sich auch um die Themen Abolitionismus. Es gibt gerade ein neues Buch aus dem Jahr 2022 und dann Black Feminism. Noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese Veröffentlichung. Und Lata, jetzt hast du aber das Wort. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank an Medico International für die Einladung und vielen Dank Radva und Vanessa und Lian für diese sehr schöne Einführung. Und ich versuche jetzt ein Gespräch anzustoßen und ich freue mich schon sehr darauf, auch die Fragen zu hören und auch etwas von Vanessa zu lernen. Also, das sehen wir jetzt einmal als Beginn einer Konversation an und ich möchte nicht, dass irgendwas, was ich sage, als letztes Wort angesehen wird. Ich denke, wir müssen immer zusammenarbeiten und immer zuhören und voneinander lernen. Ich war letzte Woche leider etwas krank, das wollte ich noch kurz sagen. Wenn ich also anfange zu husten, ist alles in Ordnung. Aber die Einladung war einfach so wichtig, deswegen wollte ich heute unbedingt hier sein. Und ich werde von der Solidarität und dem Engagement aller Teilnehmenden und Podiumsteilnehmer einfach getragen. Jetzt teile ich aber erst einmal meinen Bildschirm. Hoffentlich sieht man jetzt meinen Bildschirm, meinen gesamten Bildschirm. Großartig. Was ich heute tun möchte, ist Folgendes. Es gibt eine Art Provokation, wenn man darüber nachdenkt, was
Dekolonisierung braucht und wie wir auch die Welt verstehen. Und darauf möchte ich reagieren. Ich habe jetzt 20 Minuten und ich hoffe, dass wir jetzt ein Gespräch darüber führen können, wie das in der realen Welt aussieht und wie die Sprache auch kooptiert wird und wie wir diese Probleme lösen können. Letztendlich stehen wir aber vor einer Situation, dass diese Probleme identifiziert wurden. Das haben wir auch schon in der Einführung gehört. Es gibt Dialoge, es gibt Solidarität und verschiedene Bewegungen. Und viele Menschen wollen die Welt schon verändern. Lata, wir können leider die Präsentation noch nicht sehen. Oh, okay. Tut mir leid, dass ich da reinspringen musste. Ja, ich habe noch nicht auf Share, auf Teilen gedrückt. Aber wir haben keine Folien verpasst. Wunderbar. Also ich möchte auch provozierend sein und sagen, dass wir ganz ehrlich mit diesen Problemen umgehen müssen und wie wir Probleme ansprechen im Bereich der Hilfe. Und ich möchte auch sagen, was Dekolonisierung nicht sein sollte. Und ich hoffe, dass wir auch während der Fishbowl-Diskussion darüber sprechen und dass wir das dann wirklich greifbar machen können für unseren Alltag. Ich weiß, es gab schon einige Ereignisse und viel wurde schon besprochen, aber ich denke, für mich ist das sehr wichtig, noch zu sagen, dass das ja auch aufrüttelnde Bilder sein können, erschütternde Bilder. Ich teile sie nicht leichtfertig, aber es geht hier um Dekolonisierung. Und da geht es um braune, schwarze Menschen, aber oft wird gesagt, der Kolonialismus ist nicht nur die Geschichte der schwarzen und braunen anderen, die an weit entfernten Orten leben. Es geht um uns alle. Wir haben den europäischen Kolonialismus, das stimmt, aber Kolonialismus ist unsere Geschichte. Wir alle müssen uns darum kümmern und wir alle sind davon betroffen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt niemanden, der außerhalb dieser Machtverhältnisse sitzt. Und das ist sehr wichtig, das einmal hervorzuheben. Das ist die Grundlage, warum wir uns heute hier befinden. Es betrifft uns alle. Und es ist auch für mich ein Problem, weil wir immer über Dekolonisierung sprechen und immer diese anderen betrachten. Das müssen wir aber anders denken. Wir müssen über uns alle nachdenken. Wir müssen über Gleichheit und Inklusion nachdenken. Deswegen ist das mein Wunsch an alle. Kolonialität ist unsere gemeinsame Geschichte und es geht hier um alle. Wenn wir das also im Hinterkopf behalten, habe ich ein Interesse daran, das System zu betrachten, in dem wir uns gerade befinden. Und ich bin doch ganz überrascht von der Tatsache, dass wir ein System haben, was sich immer wieder neu erfindet. Es gibt sehr viele laute Gesprächspartner. Da sagen die Gesprächspartner dann, nein, 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 das hier ist die Lösung. Aber wir sind letztendlich die Quelle der Probleme. Und wenn wir uns einmal das System anschauen, dann ist letztendlich das System der Grund des Problems. Also der Anfangspunkt ist schon mehr als problematisch. Wir sind nämlich die Quelle des Problems und deswegen sind wir auch die Quelle der Lösung. Warum ist das für uns jetzt so wichtig? Wir dürfen also nicht nur an den europäischen Kolonialismus denken, im engeren Sinne. Es ist viel interessanter, auch Neokolonialismus zu betrachten. Viele Menschen haben darüber gesprochen und Atwere und Ruta Sibwa haben ebenfalls darüber geschrieben und dieses Zitat hier fasst das eigentlich sehr gut an. Letztendlich zeigt dieses System, dass wir alle an der Produktion
des Neokolonialismus beteiligt sind. Wir alle produzieren das. Wir produzieren dieses System und reproduzieren dieses System. Kolonialisierungsmodelle werden also perpetuiert von den MitbürgerInnen, von den Institutionen, von PolitikerInnen. Und für mich ist das so wichtig. Das besteht weiter fort. Und deswegen muss das historisch einmal erkannt werden. Wir können, denke ich, auch schon während der Fishbowl-Diskussion darüber sprechen. Es gibt auch wichtige Diskussionen über Reparationen, wie Hilfe neu gedacht werden sollen. Und da geht es immer um historische Schäden. Darüber sprechen sehr viele Menschen. Aber wir sprechen häufig nicht über Neokolonialität. Wir sagen immer, das ist schon lange her, das ist schon lange geschehen. Wir sind nicht verantwortlich dafür. Aber wir müssen auch darüber sprechen, was das für uns heute bedeutet. Das ist eine sehr herausfordernde Diskussion. Das ist nämlich eine sehr grundlegende Diskussion und wir müssen auch darüber sprechen, wie wir heute leben. Und da werden natürlich viele Interessen von betroffen. Und viele Menschen profitieren ja auch von diesem System. Und hier möchte ich einmal deutlich machen, was vor uns liegt. Vielleicht kennen einige schon dieses Video. Das war am 14. Oktober 2022. Das ist also nicht so lange her. Und dieser Grundgedanke der Dekolonialität wird hier einmal gut gezeigt. Und deswegen denke ich, müssen wir über Neokolonialismus sprechen. Das ist ein Auszug einer Rede von Joseph Borrell. Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten gebaut. Alles funktioniert. Es ist die beste Kombination von politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt. Die Menschheit hat das aufgebaut, diese drei Dinge zusammen. Und der Rest der Welt, und das wissen wir alle, ist nicht wirklich ein Garten. Der Rest der Welt ist ein Dschungel. Und dieser Dschungel könnte in den Garten einmarschieren, übergreifen. Und die Gärtner sollten sich um den Garten kümmern. Aber sie werden den Garten nicht durch Mauern schützen. Wir werden den Garten nicht schützen, indem wir Mauern aufbauen. Ein kleiner, schöner Garten, der von Mauern umrundet ist, der den Dschungel abhalten soll, das wird nicht Teil der Lösung sein, weil der Dschungel einfach ein starkes Wachstum hat, Wachstumskapazität, und die Mauern werden niemals hoch genug sein, um den Garten zu schützen. Die Gärtner müssen in den Dschungel gehen. Die Europäer müssen mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten, sich engagieren, und der Rest der Welt wird uns sonst überfallen. Durch verschiedene Wege. Und das ist meine wichtigste Botschaft. Wir müssen engagierter sein mit dem Rest der Welt. Wir sind privilegierte Menschen. Wir haben eine Kombination dieser drei Dinge aufgebaut. Politische Freiheit, wirtschaftlicher Wohlstand, sozialer Zusammenhalt. Now. Jetzt haben wir diese Worte gehört und denken vielleicht, wer hat das gesagt? Wo wurde das gesagt? Und das kann ja keine breit geteilte Meinung sein. Nun, das ist nicht die Botschaft einer politischen Partei. Das ist der Vizepräsident der Europäischen Kommission, der dafür verantwortlich ist. Er ist also der höchste Politiker quasi, Gesicht der Europäischen Kommission. Eine Institution, die eigentlich neutral sein sollte. Ich denke, was wir gerade gehört haben, zeigt doch, was wir uns gegenübersehen und wem wir gegenüberstehen. Wenn es darum geht, über Mittel und Wege nachzudenken oder über Menschen nachzudenken, die die Mittel und Wege haben, um die Welt
mit beeinflussen zu können. Europa soll homogen sein, gilt als homogen. Ganz oben quasi auf der Spitze steht sowieso Europa und drumherum gibt es einen Dschungel. Und in dieser Idee steckt ja auch, dass man andere Bevölkerungsgruppen dominieren, regeln sollte. Und diese Rede wurde übrigens schon im Jahr 2021 geteilt, aber niemand hat sie damals gehört. Das kam erst 2022 groß raus. Und diese Idee, diese Art der Formulierung wurde einfach immer weniger akzeptiert und deswegen haben sich die Menschen dagegen ausgesprochen und sich verteidigt. Aber das zeigt doch, wie viele immer noch meinen, dass die Welt funktionieren würde. Es heißt, Entwicklung, Hilfe, ausgehend von einem zivilisierten Garten hinaus in einen unzivilisierten Dschungel. Und das ist absoluter Kolonialismus. Da gibt es keine Beschönigung. Nun, dieses Mal wurde Borrell also erwischt. Er hat versucht, sich zu entschuldigen. Er hat gesagt, nein, 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 ich bin kein Rassist. Das wurde nur falsch gedeutet. Und man soll deswegen jetzt kein Fazit ziehen. Europa sei sehr progressiv und Europa würde auch nicht mehr so denken wie früher. Und wir, die Menschen, versuchen immer mehr darauf den Fokus zu legen und zu sagen, okay, wir sind ein machtvoller Gegenpol, wir können uns dagegen aussprechen. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, das ist eine Bewegung, gegenüber der wir stehen. Was war also jetzt die Reaktion darauf? Eine Antwort auf diese Weltsicht. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Denn wir müssen uns erst darüber im Klaren sein, bevor wir wirklich Dinge anpacken können. Was sind denn die alternativen Zukunftsvisionen? Nun, erstmal ganz wichtig wäre zu sagen, es gibt eine Bewegung. Welche Modelle arbeiten wir entgegen und welchen Modellen haben wir um zu entkolonialisieren, müssen wir uns also erst einmal diversifizieren. Und darüber haben wir schon in dieser Veranstaltungsreihe gesprochen. Aber gerade im Zusammenhang des Wissens und wie wir die Welt begreifen und auf welche Erkenntnisse wir die Welt aufbauen. Nun, das geht einher zu John Maynard Keynes, Adam Smith und all die anderen Wissenschaftler, die für sich sagen, wir verstehen die Welt. Das ist also auch die Elite des globalen Nordens. Dort kamen diese Ideen her, da wurden viele Aussagen getätigt. Hier sieht man ein paar Beispiele dafür. Und da wurden dann auch Menschen entmachtet, Wissen für sich reklamiert, da wurden Dinge getestet im globalen Süden als Labor. Das war also eine Form des Barbarismus. Und dahin zurückgehen aber unsere Ideen. Ideen, die zugrunde liegen für Entscheidungen, die wir treffen, wie wir Dinge verstehen, wie wir Dinge interpretieren. Und wo dann dieses Wissen zirkuliert, wer hat eine Stimme, wer darf seine Stimme erheben und so weiter. Das kommt also vom weißen Mann. Aber das nur darauf zu schieben, wäre, glaube ich, faul. Ich kann es verstehen, warum man so denkt, aber man sollte doch fundamentalere Fragen zu dieser Botschaft stellen. Natürlich, was wir sehen, sind alles alte weiße Männer. Die denken alle gleich, die sagen alle das Gleiche. Trotzdem müssen wir aber vorsichtiger dabei sein, wenn wir uns diesen Themen annehmen und über Diversität sprechen. Das ist ein fortlaufendes Projekt. Und es gibt eine Gefahr zu sagen, dass wir
Dinge gleich interpretieren oder für uns dagegen stellen. Bei Dekolonialität sollten wir ganz bewusst Gedanken machen zu, was uns zusammenbringt und inwieweit wir gewisse Wissensstrukturen hinterfragen. Und wenn wir uns jetzt diese Wissenschaftler anschauen, sehen wir auch deren Studenten, die dann die Ideen auch verewigt haben und auf deren Schultern anderes Wissen gesammelt und produziert wurde. Oft geht man immer wieder zurück auf die Ideen dieser mittlerweile toten Männer. Wer denkt also über Dekolonialität? Wir sollten in unserer Denkweise nuancierter sein. Andere Reaktionen sind, okay, wir machen jetzt eine Art Checkliste. Was machen wir richtig? Was machen wir falsch? Welche Kreuzchen können wir setzen auf unserer Liste? Und so können wir dann anfangen, über Interkolonialität zu sprechen. Aber hier möchte ich auch den Fokus legen darauf, wie wir meinen, Entwicklung und Institutionen zu verstehen. Wir sehen also solche Wissenshierarchien. Aber hier wird es schwierig, denn institutionell gesehen haben wir es schwer, über Wissen nachzudenken außerhalb dieses Rahmens, in dem dieses Wissen geprägt wurde. Wir machen das in akademischen Institutionen, in Regierungsorganisationen. Wir machen das also in einer hierarchisch professionalisierten Art und Weise. Und ein gutes Beispiel, wie man es anders machen könnte, ist zum Beispiel wie heute mit einer Verdolmetschung in die verschiedenen Sprachen für besseren Zugang. Ich möchte aber auch noch betonen, dass die Sprache, auf die wir zurückkommen, im Endeffekt immer Englisch ist, auch heute. Und ich kann also zu jeder Veranstaltung fahren und ich gehe davon aus, dass jeder Englisch spricht. Das ist der Automatismus. Und wenn wir alles auf der englischen Sprache konzeptualisieren und einrahmen, dann stellt sich auch die Frage, welche Stimmen werden gehört und auf welche Ideen greifen wir zurück. Dann haben wir Strukturen, die wettbewerbsorientiert sind und nicht kollaborativ. Also diese Strukturen sehen wir in verschiedenen Organisationen und Strukturen, auch wenn es darum geht, wie wir an Gelder kommen, Nichtregierungsorganisationen, auch diese müssen sich danach richten. Sie müssen nach gewissen Regeln spielen, sonst bekommt man die Gelder nicht. Aber das macht es schwierig, kollaborativ zu arbeiten. Man muss sich an gewisse Regeln halten, um Gelder zu bekommen und quasi weiter agieren zu können. Dann geht es um die Politik des Entwicklungswissens. Hier denken wir gar nicht darüber nach, dass Wissen politisiert wird. Wir sehen dies als technische Lösung. Wir müssen eine Schule aufbauen zum Beispiel. Wenn wir einfach nur diesen Brunnen bauen könnten, wenn wir einfach nur diese Infrastruktur endlich mal bekommen könnten, dann würde das jetzt die Lösung dieser Community, dieser Gruppe lösen. Natürlich sind solche Dinge eine wunderbare Lösung. Schulen sind toll, Brunnen sind toll. Da geht es nicht um gut oder schlecht. Aber wenn man dann das gemacht hat, dann muss man sich die Frage stellen, welche Stimmen haben wir jetzt gehört? Für wen haben wir die Entscheidung getroffen? Ich habe ja bereits über die Sprache unserer Praxis gesprochen. Es ist jetzt nicht nur die Tatsache, dass es Englisch ist. Es ist auch eine sehr akademische Art des Englischsprechens, professionalisiertes Englisch. Und das wird dann in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Es gibt auch ganz typische Validierungsverfahren. Ideen müssen veröffentlicht werden als wissenschaftliche Abhandlung, als Buch. Das geht dann als PDF auf eine Webseite, sonst wird man überhaupt nicht für ernst genommen. Da geht es nicht um mündliche Erklärungen oder Bilder. Dann geht es auch oft zurück zu
institutionalisierten Rahmen des Westens, also eine Universalisierung des westlichen Rahmens. Hier haben wir ein ganz klares Übergewicht und dahinter stehen oft wieder weiße Männer. Und diese Validität ist oft viel zu eng gefasst. Und dann haben wir noch eine Homogenisierungstendenz von Entwicklungslabels und Kategorien. So, und dann haben wir hier die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, und die sind oft sehr ehrgeizig. Aber hier schlummert eine Gefahr, und zwar, dass man die Welt als etwas ansieht, auf dem alle die gleichen Möglichkeiten haben. Und das schränkt uns ein in unserem Aktivismus. Für mich liegt also die Gefahr darin, dass wir ganz klar produktive Tendenzen haben bei solchen Zielen wie den SDGs, wo wir uns die Möglichkeit nehmen, uns die Nuancen anzuschauen, die ruhigeren Stimmen zu hören, die auch etwas zu sagen haben. Und dann gibt es eine sehr populäre Antwort, und zwar das Ganze zu lokalisieren. Das meiste Geld wird im sogenannten globalen Süden ausgegeben. Und auch hier bin ich skeptisch, ob dieser Begriff überhaupt richtig ist. Ich bin sicher, dass einige hier im Publikum sitzen, die das auch anders bezeichnen wollen würden. Aber wer ist denn jetzt also der globale Süden? Auch hier liegt eine Gefahr, denn der globale Süden ist nicht homogen. Und man versucht hier wieder, die im Süden beheimateten Sichtweisen als alternativ zusammenzufassen. Also wie werden die Gelder ausgegeben? Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Wer kann daran partizipieren im globalen Süden? Wo sind denn die Machtverhältnisse? All das sind wichtige Fragen. Und auch wenn wir natürlich diesen Stimmen gerne zuhören aus dem globalen Süden, müssen wir ganz klar sagen, im globalen Süden gibt es ganz klare Expertinnen und Experten. Aber auch hier gibt es Dinge, die direkt oder indirekt mit den kolonialen, mit dem kolonialen Erbe zusammenhängen, also der zivile Status, verheiratet oder nicht verheiratet, Frau, Mann etc. pp. Es gibt Paradigmen bei den Ideen. Zum Beispiel, wenn man einfach aus dem globalen Norden kommt, im Gegensatz zum globalen Süden, dann hat man schon ein ganz anderes Gewicht. Und auch das ist ein Ungleichgewicht. Aber hilft natürlich, dieses Verhältnis zu verewigen, sodass der globale Süden weiterhin abhängig ist vom globalen Norden. Und dann noch meine letzte Spitze. Wir sollten uns diese Ideen anschauen, die aus diesem Konzept herauskommen und eingebettet werden in den Neokolonialismus. Das schafft eine Tendenz für solche Ideen. Also zum Beispiel Ubuntu, Buen Vivir, das verstärkt nur wieder dieses Andersmachen der anderen. Das ist also ein Teil dieses Wissenssystems, dieser Wissensdynamik, Teil des Mainstreams, also fixe Ideen, die verewigt werden. Also welches Wissen zählt denn jetzt in unserem Leben, in unserem Alltag, in dem, was wir tun? Toby Smith sagt, dass wir nicht immer alles nur als Forscher ansehen müssen. Wir sollten uns auch die Fragen stellen, wem wir Fragen stellen. Bin ich die richtige Person, um diese Frage überhaupt zu stellen? Wer hat die Ressourcen? Andere methodische Überlegungen. Wer produziert, wer kuriert? Werden die Dinge übersetzt? Wie sieht es aus mit dem mittel- bis langfristigen
Planen unserer Ideen und Aktivitäten. Wir müssen die Wissensrepräsentation in Frage stellen bei dem Nord-Süd-Gefälle. Wer ist an der Macht? Was für ein Leben wollen die Menschen denn führen? Werden die Stimmen der Frauen gehört? Welche Ideen zur nachhaltigen Entwicklung zählen denn? Und wer darf entscheiden, was denn überhaupt Fortschritt oder Empowerment, also Befähigung ist? Nun, das soll erstmal meine Präsentation gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf die Fishbowl-Diskussion und auf alle Kommentare. Und wie gesagt, ich hoffe, das ist der Beginn einer lebhaften Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Lata, für diesen anregenden und generativen Beitrag, der ein wirklich guter Anfangspunkt ist für unsere Reflexion, für unsere Kritik. Und hier werden auch die Möglichkeiten aufgezeigt. Ich wurde von den Organisatorinnen gebeten, einige Gedanken zu diesem Thema zu äußern, und zwar im Hinblick auf die Frage, ob abolitionistische Ansätze bei diesen Überlegungen hilfreich sein könnten. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen werde ich das ganz schnell machen, sodass wir hoffentlich dann noch so 25 Minuten haben. Ich habe etwas vorbereitet und ich hoffe jetzt, dass ich das einmal zusammenfassen kann. Die Organisatoren haben mich gefragt, wie ein abolitionistischer Ansatz sein kann für Entwicklung und Hilfe. Und ich habe mich gefragt, okay, was bedeutet Abolitionismus eigentlich? Es gibt nämlich nicht nur eine Definition, es ist eine ganze Genealogie, es ist ein wirklicher Kampf, das zu definieren. Aber es gibt einige Haupteigenschaften. Ich denke, es gibt eine doppelte Bewegung. Einmal ist es ein Projekt des Verneinens, der Negation, der Abschaffung der Produktionsweisen und Beziehungen, die ausbeuterische Systeme und gewalttätige Institutionen wie Gefängnisse, Grenzen und die Polizei sowie Institutionen der weichen Macht, die den Status quo aufrechterhalten, überflüssig machen, wie zum Beispiel Universitäten, Schulen oder andere Wohlfahrtsorganisationen. Und ich denke, Entwicklung wäre ebenfalls Teil dieser Seite. Also während der haitianischen Revolution hat die Masse des Volkes die Plantagenwirtschaft als System der Superausbeutung abgeschafft. Das war Abolitionismus. Viele antikoloniale Bewegungen kämpften für die Abschaffung des kolonialen Kapitalismus, der nicht nur ein rassifiziertes System war, sondern auch ein System, das von Lohnarbeit sowie unfreier Arbeit abhing. Das war also Abolitionismus. Radikale schwarze und braune Bewegungen in den 60er Jahren und verschiedene andere Bewegungen sind Abolitionismus. Abolitionismus sind nicht nur Bewegungen, die sich auf die Hautfarbe beziehen. Es geht immer darum, das System zu stürzen. Abolitionismus also Teil eines langen Befreiungskampfes. Aber ich habe gesagt, es ist eine doppelte Bewegung. Ruth Wilson Gilmore hat argumentiert, dass Abolitionismus auch präsent ist. Es ist ein zweiseitiges Projekt, das auf den vielen transformativen Projekten und Praktiken aufbaut, die es bereits in der Welt gibt. Die alternativen Projekte, die die Menschen vorschlagen, um nicht nur ihr Überleben zu organisieren, sondern die tatsächlich den Horizont für radikale Veränderungen eröffnen. Und ich denke, Lata hat das schon sehr wichtig und deutlich gemacht, dass es häufig um die Hautfarbe geht, aber es geht auch darum, wie die Projekte aussehen. Wir brauchen ein Gespräch darüber, wie wir die Welt aufbauen. Abolitionismus ist nicht Abwesenheit, sagt Ruth Wilson Gilmore, sondern Anwesenheit. Das, was die Welt werden wird, existiert bereits in Bruchstücken und Stücken, in Experimenten und Möglichkeiten. Diejenigen also, die in ihrem Bauch die tiefe Angst spüren, dass Abolitionismus bedeutet, alles niederzureißen, die Erde zu verbrennen und etwas Neues zu beginnen, sollten das sein lassen. Abolitionismus bedeutet, die Zukunft aus der Gegenwart heraus zu gestalten, und zwar auf jede erdenkliche Weise. Ich kann vielleicht schon einige gelebte Beispiele während der Fishbowl-Diskussion nennen. Ich habe schon die haitianische Revolution genannt, die Columbus oder die Marronage-Projekte, aber wir kennen zum Beispiel auch die Black Panther Party for Self-Defense und andere Bewegungen. Da geht es immer darum, transformative Projekte, lebensverändernde Projekte zu starten. Und
Damit im Zusammenhang möchte ich gerne vier kurze Überlegungen anstellen, wie ein abolitionistischer Ansatz in Bezug auf Hilfe und Entwicklung aussehen könnte. Die erste Überlegung bezieht sich auf die Rolle der Institutionen, die Institutionen der Aufstandsbekämpfung, einschließlich der Entwicklungsstudien und Projekte. Wenn wir nämlich den Übergang von der antikolonialen Solidarität zur Entwicklungshilfe sehen oder betrachten, vor dem schon Thomas Sankara gewarnt hat, und die Entwicklung des NGO-Industriekomplexes oder der NGOisierung sowie des entwicklungspolitischen Industriekomplexes betrachten, müssen wir uns fragen, ob Abolitionismus dieses Komplexes die einzig gültige Antwort auf die Aufgabe der Entkolonialisierung der Entwicklung ist. Ich würde nämlich sagen, dass Entwicklungspolitik Teil eines Projekts der neoliberalen Aufstandsbekämpfung sind. Und das bedeutet, dass sie pazifizieren und entradikalisieren. Ich denke zum Beispiel an den radikalen Abolitionisten Dylan Rodriguez. Er sagt, es gibt schon sehr viele radikale Projekte und viele philanthropische Projekte und Bildungssysteme sind Teil davon. Da geht es häufig auch darum, zu entradikalisieren und zu pazifizieren. Lata hat uns ja schon etwas zu den Gründen der Dekolonisierung gesagt, aber ich beziehe mich jetzt vor allem darauf, wie die Institutionen das machen. Sie versuchen zu neutralisieren. Wir sehen das bei der Dekolonisierung, bei der Lehrpläne und Gremien in Handbüchern und Gebäuden. Wir sehen also die verschiedenen Diskussionen. Aber diese Kolonien bleiben immer noch. Wir haben also immer diesen Aufruf, wir sollen dekolonisieren, aber diese Klassifizierung, diese Systeme bleiben bestehen und das wird nicht angegangen. Und ich denke, das ist so wichtig, weil die akademischen Institutionen nicht Motoren für Transformation sind, so wie Robin D.G. Kelly schon gesagt hat. Abolitionismus ist kein institutionelles Projekt. Wir wissen, es finden überall Kämpfe für Selbstbestimmung und radikale Transformation statt. Wir müssen nur an die großen Streiks von Bauern und Studenten in Indien während der Corona-Krise denken oder die Aufstände der Schwarzen, die Rebellionen und Proteste nach der Ermordung von George Floyd, dann die Proteste in Haiti oder die Selbstorganisation von Flüchtlingsbewegungen und solidarischen Menschen, alternative Gesundheitsprojekte, die Kämpfe gegen Klimaschulden und für die Abschaffung von Schulden und für radikale Wiedergutmachung und Umverteilung. Also vieles gibt es schon und viel wird auch von Frauen und nicht-binären Menschen angeführt, weil die oft die Hauptlast der Überausbeutung und der Abwertung ihrer Arbeit tragen. Feministin Hakima Abbas hat uns das schon daran erinnert, die auf der Kollektivierung von Wert und Arbeit, dem Schutz der Erde und der Umwelt und der Entwicklung echter Alternativen zu Verbrechen und Missbrauch geforscht hat. Die Annäherung an diese Kämpfe und ihre Forderungen und die Stärkung der internationalen Verbindung sind also immer Abolitionismus. Kritische NGOs oder die Formationen, die sich in diesen Räumen entwickeln können, sollten meiner Meinung nach eine aktivere Rolle in den Kämpfen spielen, anstatt wie Feuerwehrleute zu agieren, insbesondere indem sie Druck auf Regierungen ausüben und Kämpfe unterstützen, ohne sie zu vereinnahmen. Was bedeutet das nun für Leute, die in diesen Institutionen arbeiten? Und da schließt mich selbst mit ein. Ich arbeite ja an einer Universität. Und das ist ebenfalls eine neoliberale Institution. Und da sind wir oft Komplizen von mörderischen Regimen. Hier gibt es eine soziale Reproduktion der Ungleichheiten.
Wie die Theorien der Undercommons argumentieren, bedeutet es, stehle, was du kannst, sei ein Akteur der radikalen Umverteilung und sei ein Teil der Gegenwehr gegen die epistemische Aufstandsbekämpfung. Nenne es dein lieber Studie der Unterentwicklung im Geister von Walter Rodney und sei ein Teil der aufständischen Wissensprojekte, die mit den materiellen Bedingungen und Kämpfen der Menschen verbunden sind. Vielleicht kann hier ein abolitionistischer Kunstgriff helfen, nämlich die Unterscheidung zwischen reformistischen und nicht-reformistischen bzw. abolitionistischen Reformen. Ausgehend von dem Konzept des radikalen Denkers André Gorz, das er in seinem Werk Eine Strategie für die Arbeit ausgearbeitet hat, verwenden Abolitionisten die Unterscheidung zwischen reformistischen und nicht-reformistischen Reformen als Kompass in ihrem täglichen Kampf. Reformistische Reformen sind jene Reformen, die die Systemlogik aufrechterhalten und zu einer Ausweitung der Ressourcen und der Macht von Kooperationen, philanthropischen Projekten und karzeralen Staaten führen. Nicht-reformistische oder abolitionistische Reformen hingegen sind jene Strategien und Forderungen, die wir vorbringen und die radikale Gemeinschaftsprojekte und Selbstorganisationen als gegenhegemoniale Projekte tatsächlich stärken. Die Polizei nicht mehr zu finanzieren ist zum Beispiel eine Strategie oder die Schulden abzuschaffen oder eine radikale Umverteilung des Reichtums oder die Frage der Entwicklungshilfe. Und das bedeutet dann also auch, dass wir alle radikalen Wissensaktivitäten in den NGOs aktivieren sollten. Wir sollten alternative Wege finden, Ressourcen umzuverteilen, ohne dieses Wissen zu vereinnahmen. Ich denke, das Wissen muss beibehalten werden und das Wissen muss auch vor Kooptation geschützt werden und vor Radikalisierung geschützt werden. Aber damit höre ich jetzt erst einmal auf, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, jetzt miteinander zu diskutieren. Ich hoffe, dass alle daran teilnehmen. Das ist ja jetzt eine Fishbowl-Diskussion. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, ins Gespräch einzutreten. Man kann Anregungen teilen, Fragen stellen, Reflexionen teilen. Und es gibt verschiedene Wege, dies zu tun. Entweder kann man die digitale Hand heben. Unten in der Leiste sieht man dieses Symbol. Man sieht einmal die Hand, da kann man draufklicken und damit kann man die Hand heben. Oder man kann auch in den Chat schreiben oder man kann Denise auch wissen lassen, wenn man selber sprechen möchte. Man kann dabei das Video zeigen oder nur den Ton übertragen oder man kann auch einfach nur in den Chat schreiben. Man hat also verschiedene Möglichkeiten, an der Diskussion teilzunehmen. Wenn man etwas sagt, sollte man aber zu Beginn einmal sagen, welche Sprache man sprechen wird, sodass die Dolmetscher sich vorbereiten können. Und bitte spricht auch etwas langsamer, sodass die Dolmetscher allem gut folgen können. So, wir haben jetzt also die Möglichkeit, die Fishbowl-Diskussion zu beginnen. Ich glaube, dass wir 10 Minuten später angefangen haben. Deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung ist, dass wir 10 Minuten hinten dran hängen. Gut, dann fangen wir gleich einmal an. Hoffentlich möchte jemand etwas sagen, Reflexionen teilen und das Gespräch anstoßen. Okay, I'm just seeing that. Okay, thank you. Wunderbar. Ja, ich sehe, es gibt eine Frage im Chat. Aram wollte etwas wissen, aber ich weiß, Denise, du schickst mir auch noch Fragen. Sollte ich Fragen oder Kommentare übersehen? Also, Aran Ziyai möchte wissen, so schreibt er im Chat, danke für die tollen Präsentationen, Lata und Vanessa. Ich hoffe, dass wir hier mehr Wissen dazu bekommen. Ich stimme voll und ganz zu, dass die gesamte Entwicklungsindustrie aus den Aufstandsbekämpfungsbemühungen der USA gegen antikoloniale und kommunistische Revolution entstanden sind. Aber wie gehen jetzt wir mit der Diagnose um? Was sind denn die positiven Auswirkungen, die das auf die lebenden Menschen hatte? Ja, vielen Dank, Vanessa. Danke für die Frage.
Wahrscheinlich könnte Aram seine eigene Frage viel besser beantworten als ich. Aber es ist ganz nett, dass er der Meinung ist, dass ich hier einen Beitrag leisten könnte. Erst einmal vielen Dank, Aram, dass du heute hier bist. Er ist ja auch Professor von postkolonialen Studien, aber egal. Es ist eine wichtige Frage. Ich erinnere mich daran, wie mich jemand gefragt hat. Die Person sagte, naja, also SUVs sind ja schlecht für den Planeten. Aber wenn man quasi einen Lebensstil, also den Lebensstil aufs Podest stellt, an dem sollten wir uns alle orientieren. So sollten wir unser Leben leben. Und dann kann man solche Dinge kaufen, millionenfach. Dann gibt es diese Verschiebungen in unserer politischen, wirtschaftlichen Struktur. Jeder will es haben, es wird jedem vorgelebt, das muss man haben, aber gleichzeitig sagt man, das ist schlecht. So kann kein Auto aussehen, so soll das Haus nicht gebaut werden, etc. Also bei der Entwicklungshilfe geht es natürlich jetzt nicht darum, keiner sagt, das ist das Auto, das du haben sollst, ein SUV und hier sollst du deinen Zaun ums Haus setzen oder was auch immer, Atomwaffen etc. Aber es gibt natürlich überall eine wachsende Mittelklasse in vielen, vielen Teilen dieser Welt. Und diese wachsende Mittelschicht zeigt ja auch, dass die Strukturen irgendwie funktionieren. Oder ich wähle die Partei, die mir hilft, ich zahle meine Steuern und wunderbar. Und das sind dann Probleme der anderen. Aber wie wird Dekolonialität heutzutage gedeutet? Es gibt technokratische Angehensweisen zu Dekolonialität. Aber da steckt die Gefahr drin, dass wir uns mit diesen Fragen nicht beschäftigen. Also eine Art Animosität der Ideen. Ich möchte nochmal sagen, Vanessa, deine Präsentation war wunderbar. Da steckten so viele wichtige Dinge drin. Und vor allem, dass Abolitionismus Präsenz ist. Das war für mich sehr wichtig. Da gibt es immer wieder dieses Gegenkommentar, oh, man kann doch die Geschichte nicht umschreiben, neu schreiben. Nein, darum geht es gar nicht. Lasst uns bei der Gegenwart anfangen. Was tun wir denn jetzt gerade? Vanessa, du hast es ja auch gesagt. Was sehen wir? Was machen wir? Wie können wir reagieren? Also wie reagieren wir auf gewisse Dinge, die wir in der Welt beobachten? Wie werden Dinge geregelt und wie können wir uns wehren? Borrell zum Beispiel, wie kann er sowas sagen? Nun, er sagt sowas, weil es sich für ihn in Ordnung anfühlt. Und viele Menschen würden vehement verteidigen wollen, wie die Welt heutzutage funktioniert. Und klar, dann sagen viele, ja, aber es gibt dieses Wissen, es gibt das Wissen. Deswegen brauchen wir Bewegungen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und sagen, es gibt bessere Wege zu leben. Aber genau darum geht es ja. Dann kommen wir so langsam an die Wurzel. Wie können wir das Leben vieler verbessern? Wie können wir sicherstellen, dass mehr Menschen Zugang haben zu Trinkwasser als Beispiel? Zu sagen, diese Dinge sind gut, aber manche Dinge würden ja auch bedeuten, dass der Planet nicht mehr ein Planet wäre, auf dem wir leben können. Also es gibt immer Interessen, die gegeneinander stehen. Ja, vielen Dank, Lata. Danke auch für die Erklärung. Danke für die Frage, Aram. Das war eine tolle Frage gleich zu Beginn. Also diese Frage rund um Gegenaufstände hat mit Abolitionismus zu tun, aber Dylan erklärt auch schön, wie die Details sind. Sicherlich wurden die Leben vieler Menschen verbessert, aber wir können uns nie und nimmer zurücklehnen, dass es manchen eben nicht mehr gut geht oder schlechter geht. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Aber mit
so weiterzuführen, weiterzumachen, würde ein selektiver Prozess bedeuten. Eine Unterscheidung in die, die es verdienen und die es nicht verdienen. Und bei Abolitionismus geht es darum, also wer verdient jetzt etwas, wer verdient etwas nicht, Kriminalisierte zum Beispiel und so weiter. Wir könnten dann also eine Totalität einfordern bei dieser Transformation. Ich weiß, es gibt weitere Fragen oder Kommentare, Gedanken im Chat. Denise, eine Person wollte wissen, ich glaube, hat sogar die Hand gehoben. Stimmt, Ute wollte etwas sagen und wir wollen auch jeden und jede dazu ermutigen, eine Frage selbst zu stellen oder Ideen vorzustellen, Kommentare. Aber Ute, du kannst jetzt. Hallo zusammen, hallo Lana und Vanessa, ganz, ganz herzlichen Dank für diese super inspirierenden Beiträge. Meine Frage hat Vanessa jetzt schon fast ein bisschen beantwortet. Die schließt in einer bestimmten Konkretisierung im Prinzip an das an, was Aram gefragt hat. Ich würde gerne da nochmal anknüpfen, wo Radwa ganz am Anfang begonnen hat, nämlich bei der im Moment, glaube ich, sehr deutschen, aber für uns trotzdem relativ aktuellen Frage nach dieser Geschichte mit der feministischen Entwicklungs- und Außenpolitik. Das ist ja eine ganz bestimmte Form sozusagen der Konkretisierung des Dilemmas, über das ihr jetzt gesprochen habt. Ich selbst bin gerade immer dabei, mich überall, also sehr dagegen zu positionieren und zu sagen, das ist genau so eine Geschichte, wie ihr sie beschreibt, nämlich in einem sehr entscheidenden Moment, meiner Meinung nach nicht zufällig, in der Situation des Krieges gegen die Ukraine, gibt es ein ganz massives Lancieren institutioneller, feministischer Perspektiven der Außen- und der Entwicklungspolitik, die noch dazu zum ersten Mal in der Geschichte unserer institutionellen Politik den Claim aufstellen, dass sie intersektional sind, dass sie Diversity berücksichtigen und dass sie transformativ wirken wollen. Das steht in all diesen Richtlinien drin. Also das ist was ganz Problematisches, genau im Sinne der Widersprüche, die ihr gezeichnet habt. Und jetzt aber sozusagen gegen das, was ich selbst normalerweise dazu sage, nochmal die Frage, die Aram gestellt hat. Können wir das trotzdem so ganz einfach nur von der Hand weisen und sagen, das ist hochbrisant und gefährlich, weil es in dem Moment, wo wir, also wir sind weltpolitisch in einer Situation, wo Transformation nochmal eine ganz neu zur Disposition gestellte Frage ist. Wir haben feministische Aufbrüche weltweit, die richtig interessant und wichtig sind. Und dann kommt die Institution und klaut dieses Konzept auf eine oder also beansprucht es auf eine Art und Weise, wie das vorher noch nie der Fall war. Das ist das eine. Und das andere aber, die Frage zu sagen, also können wir das so einfach von der Hand weisen oder müssen wir nicht genau in der Situation das tun, was ihr beide und vor allen Dingen aber Vanessa auch angedeutet hat, nämlich davon stehlen, was irgendwie geht und mitnehmen, was möglich ist und also damit auch im institutionellen Prozess gucken, was sich davon vereinnahmen lässt. Vielen Dank, Uta. I'm now speaking German. Okay, thank you very much, Uta. For this vielen Dank, Uta. Ich könnte so viel dazu sagen. Auch jetzt, was zur Intersektionalität gesagt wurde und Vielfalt. Und das sind wirklich keine neuen Konzepte. Wir hatten diese Gespräche schon seit 20 Jahren oder länger. Also es wird einfach nur neu formuliert in diesem Kontext. Und das wird immer wieder neu hochgekocht. Latja, ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht anfangen möchtest und dann werde ich das noch zu anderen Fragen aufschließen, weil ich gesehen habe, dass es hier eine rege Diskussion gibt im Chat. Latja, möchtest du anfangen? Dann versuche ich, das mit ein paar anderen Fragen noch einmal in Verbindung zu setzen. Ja, vielen Dank. Danke für den Beitrag.
Ich habe mir die Verdolmetschung angehört, deswegen finde ich super, dass du das auf Deutsch sagen konntest und ich habe mir dann die Verdolmetschung angehört. Ist wirklich auch mal schön. Mal eine Abwechslung. Es ist interessant, weil, naja, also für mich ist feministische Außenpolitik etwas, was im Grunde eine Art Industrie ist. Ich sehe das so. Schweden hat es gemacht, Kanada hat es gemacht. Und wenn es Kanada macht, also Justin Trudeau, dann wirkt es sowieso irgendwie überzeugender. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil er aussieht, wie er aussieht, oder ich weiß nicht, warum. Das ist wiederum so eine Art Checkliste, ein Signal nach außen. Ist im Grunde fast bedeutungslos, wenn man mich fragt. Also wenn man jetzt weggeht von dem alten Kapitalismus, Vanessa kann das viel schöner ausdrücken. Also so fühlt sich das für mich an, aber vielleicht kann Vanessa da noch was zu sagen. Also wenn man jetzt von diesem karzeralen Kapitalismus weggeht, und das sehe ich eben nicht, ist feministische Außenpolitik genau das, ist, was die Invasion in Afghanistan begründet hat. Das kann es doch nicht sein. Und auch in meiner Arbeit war ich immer schon interessiert an das Vereinnahmen der feministischen Sprache als Instrument der Befähigung. Warum wird das gemacht? Weil man das gut verkaufen kann. Also hier haben wir wieder ganz wirtschaftliche Begründungen. Denn Frauen sind so wichtig, wenn wir die haben, dann haben wir auch deren Kinder. Das ist gut für die Community, das ist gut für die Wirtschaft. Und dann lösen wir alles. Hunger, Klimawandel, Weltfrieden. Einfach nur, indem man sich dieser feministischen Sprache bedient. Aber da steckt nichts an Kollaborativem drin, an kollektiver Bedeutung, an Forschung, nichts. Das ist einfach nur ein Signal nach draußen oder ein Versuch des Signalierens, dass wir tolle Wörter in den Mund nehmen, die zeigen, dass wir total progressiv denken, obwohl eigentlich das, was wir machen, nichts bringen wird. Wir werden nicht weniger Waffen verkaufen oder weniger Kriege kämpfen oder was auch immer. Wir müssen einfach nur intersektional uns anschauen, was bei der Grenze an der Ukraine passiert ist, wo schwarze und braune Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen haben. Also hier sieht man, inwieweit das in der Praxis umgesetzt wird. Das passiert ja jetzt erst. Wir wissen, dass manche Menschen die Ukraine verlassen konnten und jetzt quasi in der Europäischen Union nicht den Flüchtlingsschutz bekommen, die weiße Ukrainer bekommen haben. Das ist zynisch. Und das macht mich so traurig. Das sollte so nicht sein. Es könnte eine Bedeutung haben, wenn man Menschen hätte, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen. Aber so ist das nicht. Das ist nur ein Symbol für, ja, wir befreien die Frauen in Afghanistan und so weiter. Aber das stimmt alles nicht. Aber Vanessa, möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich denke, wir haben auch leider nicht so viel Zeit. Wir könnten natürlich noch viel darüber sagen, gerade auch in Bezug auf die Intersektionalität, weil es eben ein so leeres Wort wurde. Es war Teil des liberalen Rahmens für alle und es gibt viele, die was tun zum Thema Intersektionalität und genau das müssen wir uns anschauen. Was tut man denn wirklich, anstatt diese Debatten zu führen zu Ideen und Konzepten? Denn Menschen nutzen das sehr unterschiedlich, gerade was die Analyse angeht oder was deren materielle Probleme angeht. Du hast ja schon gesagt, es gibt eine Genealogie, wie man diese Sprache nutzt zum Thema Feminismus, Genderentwicklung etc., ein Zeichen von spätem Kapitalismus. Und wiederum haben wir diese andere Seite. Zwei Seiten einer Medaille,
dann könnten wir sehen, dass wir uns dagegen aussprechen müssten. Aber zurück zu diesem, was können wir stehlen als Verbindung zum Abolitionismus? Was sind unsere Möglichkeiten des Neuumverteilens? Was können wir tun, um wirklich Veränderungen herbeizuführen? Niemand steht außen. Wir sind alle Teil. Wir müssen also strategisch sein und ständig den Konkurs suchen mit Bewegungen, mit Menschen, die diese Arbeit formen. Ich weiß, es gibt 3 weitere Fragen im Chat, beziehungsweise Kommentare. Jetzt versuche ich, alle hier einzubeziehen. Und vielleicht hat jeder ja noch 10, 15 Minuten länger Zeit. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Und ich versuche, die Fragen zu verbinden. Bei einer Frage, Frage von Antje, geht es darum, dass es nicht so viel Raum gibt, um diese Fragen überhaupt zu stellen und diese Gespräche zu führen zu dem, was es bedeuten würde, dies wirklich ganz radikal neu zu denken, diese Arbeit neu aufzusetzen. Lata, wie ist denn deine Erfahrung damit? Also wie können wir diese Räume schaffen? Wo können wir diese Räume finden, um dies radikal neu zu denken für diese Gespräche? Vielleicht erstmal eine Antwort darauf und dann die nächsten Fragen. Okay, nur um das klarzustellen, wo wir die Arbeit machen. Ja, es gibt oft nicht den Raum, aber ich denke auch die Zeit. In unserem alltäglichen Leben, in diesen Institutionen haben wir oft nicht den Raum und die Zeit, diese Fragen zu stellen. Wo hat man also den Raum? Und wo kann man diesen Raum mit anderen zusammen aufbauen? Nun, ich glaube, das ist ganz ironisch. Ich spreche häufig über diesen Raum. Das ist Schwarzmalerei. Wir sind ja alle im Bereich des Aktivismus tätig. Es gibt auch sehr viele Menschen, die zurückkämpfen. Und das gibt es auch in Deutschland. Adam zum Beispiel. Und viele Menschen stellen sich gegen die AfD. Es gibt viele Bewegungen für die Flüchtlinge zum Beispiel. Frankreich protestiert gegen das, gegen die Anhebung des Rentenalters. Und im Vereinigten Königreich, nun, das ist ein Land, was historisch gesehen nach Thatcher und Reagan einen Rückgang der Gewerkschaftler gesehen hat. Aber jetzt gibt es so viele Demonstrationen und Streiks seit den letzten 6 Monaten. Mein Wunsch oder meine Botschaft war immer, gemeinsam etwas zu machen und gemeinsam die Denkmuster zu überdenken. Und Vanessa hat ja schon sehr viel darüber geschrieben und gesprochen. Und ich denke, das muss man alles miteinander verbinden. Wir müssen brauchen also einen Zusammenbruch dieser Nord-Süd-Struktur. Und ich denke, wir müssen einfach die Punkte miteinander verbinden, die all die Aktivitäten, die es schon gibt, miteinander verbinden. Zum Beispiel auch, wie wir Entwicklung sehen, auch an verschiedenen Geografien. Häufig stehen wir vor denselben Herausforderungen im globalen Süden und im globalen Norden. Und da hätte ich gerne ein globales Denken, gemeinsames Denken. Zum Beispiel auch zum Thema Obdachlosigkeit. Was sind die Gründe für Obdachlosigkeit in Deutschland, in Nordeuropa, im Vereinigten Königreich? Wir können auch das Vereinigte Königreich rauslassen, es ist nicht mehr Teil der EU, aber wir sollten über Ländergrenzen hinweg denken. Es gibt zum Beispiel einen Sonderbotschafter aus meinem Land,
zum Thema Obdachlosigkeit. Und er ist in die USA gereist und hat sich die Gründe für Obdachlosigkeit angeschaut. Und er war schockiert. Und ich frage mich, sind diese Gründe so anders im globalen Norden, im globalen Süden? Ich möchte also, dass wir die Punkte miteinander verbinden, dass wir Aktivitäten bündeln. Ich glaube nicht, dass wir neue Räume brauchen. Wir müssen die Räume miteinander verbinden. Und deswegen denke ich, dass diese Dekolonisierung so wichtig ist. Wir müssen uns nämlich die strukturellen Gründe für Neokolonialismus anschauen. Und zwar gibt es die überall. Wir haben zum Beispiel Obdachlosigkeit in den Vorstädten. Es ist jetzt nicht Neu-Delhi, Bangkok und Johannesburg. Es geht aber auch um Toronto, London, San Francisco, Berlin. Und natürlich gibt es kontextspezifische Dinge, auch das Wohlfahrtssystem und der Kapitalismus. Vanessa, du hast da ja drüber gesprochen und das führte auch zu sozialen Gebilden, wo es dann zu Zusammenbrüchen gekommen ist. Die Wohlfahrtsstaaten sind zusammengebrochen. Auch in den nordischen Ländern sehen wir diese Probleme. Aber wir müssen erst einmal gemeinsam darüber sprechen, eine gemeinsame Denkweise entwickeln und die gemeinsamen Gründe analysieren. Wir sollten die AktivistInnen und die GewerkschaftlerInnen zusammenbringen und über Armut sprechen. Und das müssen wir über Ländergrenzen hinweg tun. Wir brauchen einen strategischen Fokus, sodass wir dann sehen können, okay, welche Art der Regierungsführung führt zu spezifischen Problemen. Und ich denke, wir haben viel, viel mehr gemein über Ländergrenzen hinweg, als wir wirklich denken. Und da würden wir auch ganz andere Ergebnisse erzielen, wenn wir auch diesen diversen politischen Kontext mit einbringen. Unsere Antwort wird dann auch anders ausfallen. Vielen Dank, Lata, dass du auch die Notwendigkeit der internationalen Analyse in der Bewegung hervorgehoben hast. Ich denke, das ist entscheidend, auch um die radikale Transformation voranzubringen. Lian und Inga werden beide noch einen Redebeitrag leisten mit Bild und Ton. Also erst Lian und dann Inga. Wir sind schon über die Zeit. Ich hoffe, dass alle etwas länger bleiben können. Also Lian als Erste und dann gehen wir an Inga. Und Lata, vielleicht kannst du dann beide Fragen beantworten zusammen. Julinga, vielen Dank. Ich möchte auf Indonesisch sprechen. Vielen Dank an Lata und Vanessa für die sehr außergewöhnliche Diskussion, wie Sie beide ihr das erklärt haben, wie der Prozess des Kolonialismus eben in der Sprache sich auch niederschlägt und auch die Sprache in die Struktur eingeht und das Leben bestimmt. Das interessiert mich sehr. Dass, dann vorhin ist eben auch von Lata dir gesagt worden, in diesem Zitat von Nelson Mandela und Lata, du hast auch erklärt, wie wir oft wie von uns erwartet wir uns, dass wir uns internationalen Konventionen unterwerfen. Das ist ein Problem für uns. Das ist auch in den Konzepten der Entwicklung in Indonesien eine große Herausforderung. Und wir in Poso, wir fangen an, in unserem lokalen Gebiet, in dem es gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben hat, wir sprechen das, was ist Frieden? Wie kann man ihn erreichen? Wir müssen das zuerst mal sprechen. Das ist nicht nur eine Frage von der Regierung und dem Militär, dass das hierher bringt, sondern es ist etwas, was wir vor Ort schaffen müssen.
Und das ist, sind die Programme, die wir und von den NGOs hier durchführen. Wir wollen die Kultur in unserem Ort einerseits verändern von den Graswurzeln aus und auch aber an unseren Traditionen anknüpfen. Das ist zum Beispiel das Wort Frieden ist eigentlich von uns erstmal weggenommen worden. Aber wir schaffen es uns jetzt neu, indem wir uns das Konzept selbst erarbeiten und es trennen von den Vorstellungen, die das Militär darüber hat. Sondern wir unterscheiden das genau. Was ist die lokale Verwaltung, die Bevölkerung und das Militär? Das heißt, wir versuchen auch, unsere Sprache zu entwickeln und benutzen auch unsere lokalen Sprachen hier, um und identifizieren die Sprachen und betrachten auch hier die Sprache der Entwicklungspolitik. Was sieht die als die Indikatoren? Aber wir messen das mit unserer Sprache und unseren Muttersprachen in der Region. Denn die Prozesse über die verschiedenen Sprachen hinweg, die hier beteiligt sind, das ändert auch die Strukturen und die Systeme und die Lebensmechanismen von der Menschen, aber auch unserer Sprache. Und das ist etwas, was mich hier sehr interessiert und das war mir etwas sehr wichtig und ich fand das sehr interessant, weil das an unseren Erfahrungen anknüpft. Und hier sehen wir die Dekolonisierung, die muss nahe an dem Leben der Menschen vor Ort stattfinden. Das heißt, sie muss kontrolliert werden können von den Menschen und darf nicht kontrolliert werden für denen, die die Entwicklungssprache beherrschen, sondern es muss von uns vor Ort dann. Und wir sehen hier, dass hier die Sprache eben eine sehr starke Rolle spielt. Und wir arbeiten gemeinsam mit den Frauen aus den Dörfern. Wir haben eine Schule der Dorferneuerung, wo wir die Worte, die Bedeutungen, zum Beispiel auch, was ist die Bedeutung von Wohlstand, von Entwicklung? Das heißt, wir definieren, was das ist, was wir erreichen wollen. Denn das, was von der Regierung uns vorgeschlagen wird, das sind Indikatoren, die nicht an unserer Kultur anknüpfen, sondern das sind Indikatoren, die aus der westlichen modernen Welt kommen. Das heißt, wir schaffen Strukturen, die wir selber besitzen. Das wollte ich erzählen über das gerne, was wir hier bei uns machen, wo wir eben sozusagen vor Ort den Dekolonisierungsprozess durchführen. Und das ist etwas. Thank you so, so much, Leanne, for highlighting this and sharing this, because I really strongly show. Vielen herzlichen Dank, Leanne, dass du das mit uns geteilt hast, weil das wirklich einmal zeigt, was ihr macht. I now hear the translation. I have to, something is. Jetzt muss ich einmal etwas ändern, weil ich die Verdolmetschung höre. Das zeigt also, wie die Menschen diese Projekte durchführen. Das sind die Menschen, die vor Ort leben und sie kennen die Realität vor Ort und nur sie können radikalen Wandel erreichen. Und oft bedeutet das auch, die liberale Entwicklungssprache zu verändern. Ich weiß, dass die Dolmetscher um 20 nach 2 aus der Sitzung herausgehen müssen. Deswegen möchte ich Inga bitten, so kurz wie möglich zu sein, weil um 20 nach 2 keine Verdolmetschung mehr möglich ist. Jetzt übergebe ich das Wort nochmal an Lata. Dann werden wir ein Abschlussstatement haben. Und ich wollte kurz einmal
sagen, dass viele Teilnehmende auch Fragen und Beiträge in den Chat geschrieben haben. Antje hat zum Beispiel geschrieben, dass es häufig den Willen gibt. Und es geht auch immer wieder darum, dass wir mehr miteinander sprechen müssen, dass wir Strategien gemeinsam entwickeln müssen. Und ich glaube, Inga ist jetzt aber erstmal nochmal dran mit Kamera oder nur mit Ton. Ja, ich versuche gerade mein Kamerabild zu teilen. Das funktioniert nicht. Ich habe nicht eine bestimmte Frage, sondern eher einen Kommentar. Wir haben auch über den Schuldenerlass gesprochen. Und ich frage mich, ob Vanessa, ob Lata, ob jemand noch etwas zu diesem Schuldenerlass etwas sagen kann, weil ich das ganz interessant fand. Ja, danke. Ich habe das ja nur als eine mögliche große Strategie genannt, weil das viele auch schon betont haben, vor allem auch in Lateinamerika. Bei Schulden geht es ja nicht nur um Arbeitslast, sondern es geht auch darum, inwieweit einzelne Menschen verschuldet sind. Die Verschuldung der Armen, der Arbeiterklasse, das wird immer eine größere Rolle spielen. Auch in den 1980ern hat Massakana das schon genannt, dass ehemals kolonialisierte Länder die Schulden nicht zurückzahlen sollen. Das wäre ein wichtiger Punkt für eine Mobilisierung. Und das nicht nur in den Ländern des sogenannten globalen Südens, sondern auch als Mechanismus, Menschen weiterhin zu kontrollieren und in Armut zu belassen. Ich denke, hier gibt es viel Spannung, auch gerade auch in Blick auf die Verbindung zu den Klimafolgeschäden. Aber Lata, jetzt wollte ich dir noch die Möglichkeit geben, auf die Fragen zu antworten und vielleicht auch noch etwas zum Schuldenerlass zu sagen. Ja, vielen Dank. Lian, ich kann eigentlich gar nichts Weiteres dazu sagen. Ich würde mich gerne danach noch mit dir zusammensetzen. Und ich weiß, wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten, bevor die Dolmetscherin gehen müssen. Aber das, was ich jetzt gehört habe, war wirklich sehr bezeichnend, gerade auch für die Architektur von Entwicklungshilfe und Struktur. Wir brauchen einen Mechanismus für eure Erfahrungen, globalisiert zu werden. Aber dafür gibt es eben keinen Mechanismus. Es gibt auch keinen Mechanismus für uns, von euch zu lernen, weil ihr nicht Englisch redet, weil ihr die lokale Ebene seid. Ist ja wunderbar, ihr könnt miteinander sprechen, aber die Annahme, bei der wir beginnen, ist, dass wir nichts von euch zu lernen hätten. Das ist komplett unfair. Es gibt hierfür leider keinen Mechanismus. Das ist unsere Herausforderung. Was könnten wir jetzt tun, sodass wir eine globale Gesprächskultur haben, wo wir von euch lernen? Also die Frage, wem hören wir nicht zu? Wie können wir von den Menschen lernen? Wie können wir vielleicht mal unseren Komfortbereich verlassen? Zum Beispiel bei der Sprache beginnen. Deswegen würde es mich so interessieren, noch mehr von dir zu erfahren, Lian, und von dem, was ihr tut, dass man wirklich auch mal Sprache teilt, Wissen teilt. Und es wäre wunderbar, wirklich schätze es sehr, dass du mit uns dieses Wissen teilen möchtest. Also wie könnt ihr globale Experten werden? Das wäre wunderbar. Jetzt nochmal zum Schuldenerlass. Hier möchte ich nur sagen, dass wir diese Regeln immer wieder neu schreiben, um unseren eigenen Bedingungen gerecht zu werden. Der Marshall-Plan, der ja Europa geholfen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, der Marshall-Plan hat Schuldenerlass beinhaltet. Schulden sind eine Art der Disziplinierung. Wenn man die Menschen arm belässt, dann hängen sie von Dingen ab, von der Arbeit. Sie hängen von anderen Dingen ab. Sie haben nicht die Möglichkeit, eine Gegenbewegung zu mobilisieren, weil sie arbeiten müssen. Wir sehen hier so viele zynische Situationen, zum Beispiel in UK jetzt. Es gibt so Bewegungen gegen die Gewerkschaften. Jetzt kommt das Ganze wieder zurück. Und das
beeinflusst auch die Art und Weise, wie Macht ausgedrückt wird. Schuldenerlass ist also eine ganz offensichtliche Strategie. Es ist doch im Grunde das Erste, was getan werden muss. Man könnte endlich wieder Ressourcen freiräumen. Man hat neue Möglichkeiten. Das ist im Grunde ganz klar. Und das ist nicht mal eine neue Idee. Das wurde schon lang gefordert. Aber natürlich hat man hier eine Perpetuierung alter Abhängigkeiten vom globalen Süden. Mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Aber das war jetzt wirklich der Beginn einer wunderbaren Konversation. Es gibt leider nie genug Zeit. Und ich bin Medic International so dankbar, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich heute hier Raum bekomme, um meine Ideen und Perspektiven teilen zu dürfen. Und nicht, weil meine Worte, meine Ideen nicht so wichtig wären. Ich war nur zufällig eine der Personen, die kontaktiert wurden. Dafür bin ich sehr dankbar. Natürlich auch manchmal etwas provozierend, aber Vanessa, ich bin auch von deiner Arbeit so tief beeindruckt. Es ist hervorragend, was du machst. Und nochmal mein Dankeschön an diesen Raum, der mir gewährt wurde. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, das ist nur der Anfang einer längeren Konversation, nicht nur hier im Rahmen von Medic International, sondern im Rahmen einer viel breiteren Community. Ja, vielen Dank, Latta, auch noch für diese wunderbaren Worte am Schluss und für den Versuch, das so schön zusammenzufassen. Das war wirklich ganz wunderbar. Ich möchte auch Medic International danken. Ich möchte allen Teilnehmenden danken. Ich möchte Len Radwa danken für die Konzeptualisierung dieser Veranstaltungsreihe. Das zeigt, dass wir über die bisherigen Strukturen weiterdenken müssen und vielleicht auch im Sinne des Absolutionismus mehr machen müssen. Diese Gespräche sind so wichtig, dass wir Kontakt haben, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, realistisch sind. Und wie wir mit den Institutionen arbeiten können, die Institutionen, die es auch leider gar nicht mehr gibt. Deswegen auch nochmal mein herzliches Dankeschön an alle und weiterhin einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend. Ja, auch von mir nochmal. Vielen Dank an Lian. Ja, natürlich. Vielen Dank an die Co-OrganisatorInnen. Ja, das wollte ich nochmal betonen. Und nochmal vielen Dank für die Verdolmetschung. Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie wir es noch besser machen können. Deswegen noch einmal mein herzliches Dankeschön. Und mein Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. Ja, auch von mir ein Dankeschön an alle und an die Dolmetscherin. Danke, dass wir all das heute aufgesetzt haben und das möglich gemacht haben.